Ich stelle meine Eignung nicht in Frage. Ich bin felsenfest von mir überzeugt. Der Fels in der Brandung, könnte man meinen. Und ganz genau deswegen solltet ihr es nicht tun. Sulamin hat das schon ganz deutlich dargestellt. Nur weil ihr eine Assoziation zum Wasser habt, seid ihr nicht Effort verpflichtet. Und das weiß er auch. Nun, das ist richtig. Aber ich habe einen Pakt, nicht wahr? Aber nicht mit Effort, oder? Nein, mit dem grauen Mann. Aha. Aber dieser andere Effort-geweihte Haubentaucher hat die beiden ja irgendwie gleichgesetzt. Also wird das schon passen. Ja. Und Effort ist der Sohn von Zwafnir, genau. Und außerdem bin ich der Erwählte von Chalven. Also ich würde da überhaupt keine Sorgen mehr machen. Was hat denn Chalven jetzt verdammt nochmal damit zu tun? Außerdem, nur weil ihr es dauernd wiederholt, wird es nicht wahrer, Boltax. Aber sie hat es doch selbst gewissermaßen gesagt. Gewissermaßen. Bitte nicht streiten, ich mag das nicht. Also wenn ihr möchtet, ich nehme das Horn gerne in Verwahrung, wenn ihr mögt. Ich passe darauf auf, da könnt ihr mir vertrauen. Und wenn Gefahr droht oder wenn ihr sagt, ich soll es blasen, dann tue ich das. Oder ich versuch's. Also ich persönlich würde es gerne bei Boltax belassen, aber ich möchte gerne, dass er euch die Möglichkeit gibt, nun euch damit auseinanderzusetzen, vielleicht darüber zu meditieren, euch auf es einzustimmen. Solche Natürlich. Dinge. Warum sollte ich ihr diese Möglichkeit verwehren? Ja, genau. Dann das ist eine total gute Idee. Das finde ich total toll. Gut, dann verabredet euch doch vielleicht einmal in dieser Sache die nächsten Tage. Ja, super und, gerne. Ja, und was Jella Guirek angeht, dann weiß ich jetzt, wie ihr dazu steht. Herzlichen Dank für diese Information. Das wohl. Gut, dann werden wir uns jetzt alle wieder unseren Aufgaben zuwenden. Ich gehe dann in die Stadt und frage in den Effort-Tempel nach. Ja, das ist ja toll. Da mache ich auch mit. Ich komme mit Havulgard. Ulamin beginnt zu verstehen, wieso Havulgard so genervt wirkt. Und während Elfanora sich noch ihre ledernen bzw. ölgetränkten Seemannskleidung glatt streichte, knallt Havulgard noch die Tür zu und mit schweren, schnellen Schritten davon zu verschwinden. Oh, ich muss mich beeilen. Ich komme gleich. Tschüss. Effort mit euch. Und mit euch, Avis und so. Und wenn die Tür zu ist, meine ich noch so zu Boltax. Ich fange an zu verstehen, was Havulgards Problem ist. Aber sie ist auch irgendwie... Ich weiß nicht. Absicht? Ja, auf eine sympathische Weise. Ja, wie ein Welpe, nicht wahr? Ja. Nun, ich werde mich zu gegebener Zeit mit ihr zusammensetzen. Dann können wir in meiner Zelle, in meinem Zimmer, darüber meditieren. Ich bin sicher, sie kann noch etwas von dir lernen. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Felsenfest, du verstehst. Na? Und, aber nichtsdestotrotz, wer auch immer das Horn blasen wird, ob ich es sein werde, sie oder vielleicht dann doch Havulgard, es kommt am Ende auf die Situation an und derjenige, der das Horn hat, muss es blasen. Ja, ich denke auch. Nun ja, ich schlage Rafims Rat nicht leichtfertig in den Wind, aber ich halte es auch für keine gute Sache, es uns mit unserer Bordgeweihten zu verscherzen. Nein, das wäre tatsächlich nicht so klug. Ich weiß nicht, ich finde diese andere Effort-Geweihte durchaus anstrengend. Ja, ich glaube auch nicht, dass es so angenehm wäre, sie an Bord zu haben. Nun, wir könnten sie auf dem Trollzackerdeck unterbringen. Hm? Nun, ich schlage vor, wir finden erst einmal heraus, welche Aufgabe wir als nächstes angehen wollen. Ob wir tatsächlich eine Arche jagen wollen. Und nur die Gefahr besteht, dass eine Arche uns jagt. Aber nun ja, wir werden sicher bald mehr wissen. Nun, so oder so, irgendwann wird es zu einer Konfrontation kommen. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und in dieser Zeit ist Zögern nicht mehr angebracht. Dann muss alles Knall auf Fall gehen. Gut, dass wir das Horn bei uns haben. Ich bin sicher, es wird jemanden erwählen, der es dann auch blasen kann. Ja, und ich müsste demnächst mal eine Stadt anzünden. Boah, Alter,
Es ist ein Pakt, den ich eingegangen bin, und der Elementarherr der Flammen wird ansonsten sehr erzürnt sein. Und wir wollen ihn nicht gegen uns wissen, sondern lieber auf unserer Seite. Nun, wir werden sehen, ob sich eine Gelegenheit ergibt. Nun, ganz sicher. Irgendeine Gelegenheit wird es schon geben. Es muss ja nur ungefähr stadtgroß sein und irgendwie bewohnt. Gut, dann würden wir uns auch wieder aufmachen. Okay, Diamantas, was hattest du vor? Diamantas hätte noch Abel, mir und Rafim hinterhergeschaut, wie sie sich vom Bord begeben Richtung Stadt. Und hätte sich dann am Rand des Schiffes zu Serpentilio gestellt, der ebenfalls wohl eben noch über die Reling geschaut hat. Serpentilio, wir müssen reden. Habt ihr unangenehme Nebeneffekte? Ja. Lasst mich einmal sehen. In meinem Labor besser. Ja. Es sind 5 Tage vergangen. Das bedeutet, du bekommst einen Punkt Verfall. Nein, das heißt, ich bekomme 5 Punkte Verfall, denn ich bekomme pro Tag einen genau. Punkt Verfall. Und wir sind beim ersten Schwellenwert erreicht, wo ich eine Konstitutionsprobe würfeln kann. Die erschwert um den ersten Schwellenwert, ist also um 1. Gut. Ich habe momentan eine Konstitution von GP ausgeben, aber du kannst auch erstmal den K.O.-Wert würfeln. Richtig, weil wenn ich noch meine Konstitution nicht schaffe, passiert noch nichts. Und ich habe momentan eine Konstitution von 22, das heißt, ich bin auf die 20. Wegen dem Gurgel. Richtig, die ersten 2 Proben, also die ersten 10 Tage, kann ich nur auf die 20. Ja. Man könnte sagen, da beißt sich dein Gurgel in den Schwanz. Um mal Frost zu zitieren, widerlich. Widerlich. Aber dennoch spürt Diamantus natürlich dieser Konflikt oder diese Entität. Das Kratzen im Hals, ist dieser Dorn. Du merkst auch, wie er so in deinem Hals eine Süße, es so vielleicht wie Honig von der Konsistenz, aber es kratzt in deinem Hals und ab und zu versuchst du so zu husten, aber dieses Kratzen will einfach nicht verschwinden und du weißt, dass dieser Dorn immer weiter hineinragt, auch wenn er unsichtbar ist und zugewachsen und zugewuchert. Aber du merkst auch diese Schlinge, die sich um deinen Hals gelegt hat. Und immer wieder mal drückt. Ja, was erst nur ein kleines Kissen im Rachen war, hat sich über die letzten Tage exponentiell ein wenig gesteigert. Und das macht Diamantas auch ein wenig Bammel. Folgt der Serpentilio mit in sein Labor hinein und sorgt dafür, dass die Tür hinter ihm geschlossen wird und der Schlüssel sich im Schloss dreht. So. Sehen wir uns das einmal an. Nimm Platz, ich werde es betrachten. Haltet still, wenn ich es. Denn Dämon wird es endlich piekse. Könnte es sein, dass er zurückpiekst. Und zwar euch, nicht mich. Ihr müsst wissen, diese Dinger sind gewissermaßen sehr unlieb darin, sich entfernen zu lassen. Zumindest mit profanen Mitteln. Keine Sorge. Ich weiß, wie man ihn los wird, wenn es darauf ankommt. Ich glaube, er hat irgendein Dorn ausgeformt. Zumindest irgendwas sticht in den Rachen. Und das fühlt sich so an, als wäre es über die letzten Tage gewachsen. Macht einmal auf. Vermutlich ist es nur ein Gefühl. Die Dornen des Dämons sind nicht wahrhaftig lang genug, um bis an euren Rachen durchzustechen. Ihr seht allerdings ein wenig wund aus. Es könnte einfach nur ein Nebeneffekt sein, den die Bindung auf euren Körper hat. Schließlich ist es anstrengend, die Dinge, die nicht aus dieser Sphäre sind, in die Serie zu halten. Wo ist denn dieser Dolch, den du mir verschwommen hast, falls das Ganze schief gehen sollte? Ja, ich arbeite noch dran. Macht euch keine Sorge. Innerhalb der Woche habt ihr ihn. Das will ich hoffen. Wenn mir das irgendwie um die Ohren geht, ich will eine Möglichkeit haben, ihn vom Hals zu bekommen. Auch wenn du nicht da sein solltest. Wenn es hart auf hart kommt, könntet ihr ihn mit Weihwasser beträufeln. Dies wäre allerdings sehr schmerzhaft. Dann merke ich es mir für den Notfall. Aber es ist nicht alles nur unangenehm. Meine Reflexe sind die letzten Tage so geschärft wie noch nie. Und diese neu erwonnene Kraft
durch mich fließt. Fast schon atemberaubend. Naja, ihr werdet ein wenig Zeit brauchen, euch an die Veränderungen zu gewöhnen. Wir haben einen, sagen wir, sehr potenten, sehr potentes Exemplar ausgewählt. Nun, ich kann nicht sehen, dass euch irgendetwas fehlt und die Bindung scheint, soweit ich das feststellen kann, vollständig geglückt zu sein. Ihr braucht vermutlich nur mehr Zeit, um euch daran zu gewöhnen. Ich will, dass du alle paar Tage da ein Auge darauf wirfst, ja. Nicht, dass das Ding noch irgendwas macht, was wir nicht wollen. Selbstverständlich, doch. Aber was das auch immer für eine Möglichkeit ist, die drauf liegt. Die scheint wunderbar zu klappen. Ich kann durch die Stadt laufen, an Leuten vorbeigehen. Niemand scheint mich auch nur irgendwie komisch anzuschauen. Teilweise scheine ich fast schon selbst vergessen, dass ich das umhätte, wenn dieser verdammte Dorn nicht wäre. Ja, ich werde sehen, ob sich an diesem speziellen Eigenschaft etwas machen lässt. Nun gut, dann informiert mit euch. Es gibt nichts, was sich hier tun lässt. Gut, und denk an diesen verdammten Dolch. Sicher doch. Das ich muss gerade erstmal sehen, habe ich überhaupt den Zauberklinge? Ups. Es gibt ja 23 Möglichkeiten, magische Waffen zu machen. Ja, da musst du mir ein Bandschwert machen. Ne? Ich kann auch einfach einen Bernstein-Dolch für dich erstellen, du musst mich nur einweihen. Bernstein ist nicht von Natur aus verletzend gegen Blackerats-Dämonen. Ja, aber der macht ja Preios-Schaden. Machen normale Bernsteine nicht. Ja, dieser schon. Ja, aber wie gesagt, dieser, aber nicht jeder. Das ehemalige Hexagon, was vor euch aufragt, ist wohl vor langer Zeit abgebrannt. Ihr könnt zwar noch die steinernen Umrisse erkennen, aber vor allem der obere Teil des zweiten Stockwerks ist nur noch eine schwarze Asche, ein paar kohlige Ruinen und verbranntes Holz. Auch die Bücher sind wohl den Flammen zum Opfer gefallen. Sie liegen zu einem großen Haufen gekehrt am Rande etwas außerhalb und ihr könnt sehen, wie dort wohl ein sehr brummeliger Geweihter steht, der euch mit fast blinden Augen ansieht, wenn ihr näher kommt, um sich dann wieder seinem großen Bücherstapel zu widmen, wo er dann wohl versucht noch zu sortieren nach völlig verbrannt oder teilweise noch rettbar. Ansonsten ist in dem Hesinde-Tempel nicht mehr viel von Interesse. Ah, euer Gnaden, wo ist denn Tannhäuser, wenn ich mich richtig erinnere? Tannhäuser. Oh, ich kenne dich, grüner Mann, du weißt Dinge. Ich weiß viele Dinge. Nun, können wir euch irgendwie helfen, unterstützen in irgendeiner Weise? Weißt du auch, warum die Sonne morgens aufgeht und abends wieder unter? Ach, halt auch die Klappe. Auch das kann ich dir erzählen, Elf. Weißt du, was ich in meiner Tasche habe? Jetzt schaut er interessiert. Darion holt die Hand hervor und da ist ein Knäuel verdrillte Bogensehnen. Was schon wie so ein Wollknäuel, nur halt einfach aufgewickelt. Nun, ich hatte angenommen, dass ihr philosophieren wollt. Das hätte durchaus spannend werden können, aber so verschwendet ihr nur meine Zeit. Nun, wie können wir euch in irgendeiner Weise helfen, euch unterstützen? Nun, dort drüben könnt ihr euch mal die Bücher angucken. Die sind noch nicht sortiert von mir. Und wenn ihr Exemplare findet, die rettbar oder kopierbar aussehen, dann legt sie auf diesen Stapel. Und alles andere, was zu sehr stark verkohlt ist, auf diesen Stapel dort. Natürlich, aber ich dachte es mir im moralischen und übertragenen Sinne. Kann ich euch Mittel zur Verfügung stellen, um diesen Schrein des Wissens wieder aufzubauen? Nun, dann beschwört meinetwegen ein paar Genie mehr herbei. Nun, dies wäre... Einen aus Holz, einen aus Stein. Nun, das wäre natürlich möglich, aber vielleicht könnten wir ein paar Handwerker abstellen, um euch zu unterstützen. Seht ihr hier irgendwo Handwerker? Nun, ich habe die Mittel, um dies eventuell in die Wiege zu leiten. Ich habe mit Rabenmund gesprochen. Er sagte, dass der Hesinde-Tempel keine große Priorität hat. Die Leute müssen essen, die Leute müssen wohnen. Es ist kalt dort draußen und er sagt, dass sein Hesinde-Tempel es einem nicht warm macht. Nun, teilt ihr diese Ansicht? Das selbstverständlich nicht. Seht ihr mich gerade Häuser aufbauen? Nein, ich sortiere Bücher. Ich ebenfalls nicht und nun, ich habe einen gewissen Einfluss auf ihn. Nun, dann
entweder macht ihr euren Einfluss geltend und geht zum Blauen Palast, oder ihr beschwört mir jetzt hier ein paar Djinne. Stein, Holz, was kann ich noch brauchen? Meinetwegen ein Feuer-Djinn, der die Kälte vertreibt. Aber bloß soll er die restlichen Bücher nicht verbrennen. Natürlich. Dann setzt es was. Natürlich. Arafim, fass einmal an. Gucken wir uns diese Bücher dort. Naja, also ich habe ein bisschen Verständnis von den Holzarbeiten schon. Soll ich mir vielleicht irgendwas anschauen? Natürlich. Also ich bin jetzt kein Handwerker, aber so eine Bank kann ich euch vielleicht schon zurechtzimmern. Ausgezeichnet. Dann geht doch einmal bitte zu Olim Ibn Gaftar. Das ist einer der Obstbauern. Vor seinem Bauernhof liegen wohl Stapel mit Klaftern Holz. Ihr seid stark. Die könnt ihr auf eure Schulter nehmen und dann bringt ihr mir zwei große Balken. Vielleicht sollten wir erstmal die Dächer ausbessern, damit die weiteren Bücher nicht beschädigt werden. Sag mal, grüner Mann, wenn du doch Tannenhäuser heißt, warum ist deine Robe dann blattgrün? Könnt ihr euch nicht hilfreich machen, anstatt dumme Fragen zu stellen? Ich kann beides. Nun, da tut es und stellt keine dummen Fragen. Sie war tatsächlich einmal tannengrün. Aber sie ist ausgeblichen. Vor allem ist das auch etwas Staub. Seht hier. Sag mal, weißt du, was in letzter Zeit passiert ist in der Welt? Wenn du doch Sachen weißt? Nun, ich weiß eine ganze Menge. Vor allem, wenn ihr sagt, in letzter Zeit, bezieht ihr euch auf elfische Maßstäbe, auf zwergische oder auf menschliche. Oh. Na, dann denk einen Moment lang nach. Das ist eine philosophische Frage. Es ist gerade mal 10 Jahre her. Er scheint zu rechnen, nickt dann. Was möchtet ihr wissen? Weißt du, warum die Harfe von Sassandra aufgehört hat zu spielen? Sassandra. Wüsste nicht, dass Sassandra eine Harfe hat. Oh, aber ich kann sie nicht mehr hören. Vielleicht hat sie keine mehr, vielleicht hat sie jemand weggetragen. Nun, das kann sein. Sassandra, das müsste beim Südwall sein, korrekt? Dann habe ich einen Zuck mit den Schultern. Oh, na gut, wenn du es nicht weißt, dann frage ich jemand anderen. Nein, warte. Also, Sassandra ist eine Festung. Eine sehr alte Festung, die an dem Südwall liegt. Und wenn wir diese 10 Jahre präzisieren und daraus, sagen wir, 12 Jahre machen, ich denke, in elfischen Maßstäben sollte diese Rundung verständlich sein, dann würde dies mit der Eroberung von Rulat durch den Sphärenschänder zusammenhängen. Meint ihr das? Ich mag Rätsel. Ja, ich denke. Meine Sippe hat gesagt, dass Varadioi sie vielleicht fortgetragen hätte. Aber was würde er mit einer Harfe wollen? Dann habe ich euer Rätsel tatsächlich gelöst. Ihr Varadioi, ja, genau, den meine ich. Nun, lasst mich einmal die zeitlichen Abstände rekonstruieren. 1019 war er auf Rulat. Dort befreite er ebenso einen Rabenmund. Allerdings nicht den Ort dort oben in der Feste. Ein merkwürdiger Zufall, nicht wahr? Aber die Familie Rabenmund ist groß. Und dann, ich weiß nicht, ob er selbst auf Südwall war, zumindest ging er nach Mendena. Und zwar mit einem gewaltigen Sturm. Mittlerweile sitzt dort nach Xeran Helmhafax. Löst das euer Rätsel? Menarion hat zwischenzeitlich angefangen, der Typ redet zu lange. Menarion hat währenddessen schon angefangen, irgendwie zum Nächststehen und, glaube ich, Abel mir zu flüstern. Oh, unsere Vettern haben, bevor sie vor langer Zeit fortgegangen sind, die Harfe hier gelassen. Und sie spielt ein wunderschönes Lied, das die See verschlossen hält. Was? Was redet für ein Blödsinn? Was für eine Harfe? Die von Sassandra. Und sie hatte immer einen sehr fernen, aber seichten Klang im Wind. Im Ostwind. Aber jetzt ist der Vorort. Ihr müsst euch auf seine Rätsel einlassen. Denkt mit. Er redet nur wirres Zeug. Nein. Er redet von Harfen. Nein. Hört ihm zu, verdammt. Er redet in Rätseln und diese müssen gelöst werden. Ja, ich hole jetzt einfach die Balken, Abel. Mir passt du noch mal auf die beiden auf. Ihr seid ein Traumgespann. Naja, jedenfalls dachte ich mir, wenn ich sowieso hier in der Nähe bin, dann könnte ich auch hingehen und sie einmal wieder anklingen lassen. Vielleicht braucht sie nur jemanden, der ab und zu eine Seite zieht. Aber es ist zu schrecklich dort draußen auf dem Wasser. Also, ich rede von einer Harfe. Von einem Ort,
Heißt diese Harfe Sassandra oder der Ort, wo ihr die Harfe finden wollt, Sassandra? Hört ihr mir nicht zu? Nein, normalerweise nicht. Der Ort heißt Südwall und es gibt dort eine Festung, die Sassandra heißt. Das müsst ihr doch wissen. Außerdem habe ich es eben gesagt. Ihr müsst mir zuhören. Haben unsere Vettern vom Omea dort gelebt. Aber mir macht mich wirklich wütend. Und ihr wisst schon. Ja, ja. Also noch einmal. Dieser Ort Sassandra liegt bei Südwall. Und dort seine Harfe, die heißt? Sie ist kein Yama, sie hat keinen Namen. Was immer ein Yama sein mag, aber nun, was hat... Ein Seeleninstrument. Ja, versteht ihr denn nichts von Elfisch? Nein, kein Stück. Nee, ja, siehst du, früher war ein riesiger Strudel im Wasser. Ein großer Abgrund in die Finsternis hinab. Ah. Und unsere Vettern fanden den unschön, denn... Und ich weiß nicht warum, aber du kannst dir vorstellen, dass ein Loch im Wasser sehr unschön ist, nicht wahr? Nun, es ist ein Unheiligtum, soweit ich weiß, ja? Wenn er weiß nicht, was das ist, also zuckt er mit den Schultern und nickt so, aber er weiß bestimmt, wovon er spricht. Naja, und dann haben sie die Harfe gespielt, um das Loch zuzumachen. Und dann war das Wasser schön und die Harfe, ihr Klang hat sich in den Wind eingegliedert. Und ihr wisst, wo diese Harfe ist? Oder ihr sucht nach ihr? Irgendwo, er zeigt direkt auf eine Wand halt, aber es muss wohl raus in Richtung des Meeres sein. Dort in diese Richtung. Aber ein gutes Stück noch. Vielleicht zwei Märsche zu Fuß. Dort draußen ist das Meer. Wie kann eine Harfe auf einem Meer sein? Oder ist sie unter dem Meer? Nein, nicht schon wieder. Ist sie auf dem Meer oder unter dem Meer? Ich weiß ja nicht, wie das Meer so ist, aber wenn es ist wie ein See, kann da drin ja auch Land sein, Abelmeer. Nun ja, unter dem Meer, richtig, aber das macht die Sache etwas kompliziert. Wenn es diese Harfe unter dem Meer ist, müssten wir hinabtauchen und... Na, ich würde ungern in einer Nähe eines Unheiligtums tauchen, wenn ihr schwimmen, wenn ihr versteht. Es ist nicht gut für die Seele und für den Körper. Ich habe noch nie eine Harfe gespielt, aber viele andere Instrumente und unter Wasser hat noch keins von ihnen funktioniert. Aber ich frag Boltax, vielleicht weiß der das. Der kennt sich ja mit Wasser aus. Nun, ich vermute mal... Oh, richtig, da wollte ich eigentlich hin. Ihr seid so eine Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchen, hat euch schon mal jemand gesagt. Die habt ihr ebenso, Herr Abelmir. Hört ihm doch zu, wenn er redet. Ich bin übrigens hilfreich und spreche nicht in Rätseln. Ihr Menschen wiederholt euch immer so oft. Da ist es besser, wenn man euch nicht so viel zuhört. Schließlich, wenn man lang genug wartet, sagt er ihm sowieso dasselbe nochmal. Ja, also, eine Harfe, die ein Unheiligtum beruhigt, kann sich auch verschließen, verstören? Instrumente sind eigentlich nicht dafür da, um Sachen zu zerstören. Ihr sollt zuhören, er hatte doch schon gesagt, dass sie vor grob 10 Jahren, also zu Zeiten von dem, er sagte es eben selbst, Yama Varadioi, der Öffner der Tore, der Sphärenschänder. Seitdem ist sie verklungen. Sie muss dort also noch irgendwo sein. Nun gut. Sag einmal, Mendaria war der Name, nicht wahr? Ja. Könnt ihr sie finden? Orten? Warum? Naja, ihr müsst einfach halt immer der Stelle nach, an der früher ihr Klang war. Nun, wenn sie nicht mehr klingt, kann man sie nicht mehr hören, richtig? Nun, aber wenn sie früher geklangen hat, musst du doch einfach nur hören, wo sie früher geklangen hat und wo sie jetzt nicht mehr ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nun, sieh mal. Darin geht dann aus der Regale und nimmt ein Buch heraus und wirft es dann achtlos, also nicht im Sinne von wegwerfen, aber wirft es halt flach irgendwie mit einem großen Klatschen auf den Boden. Was tut ihr da? Naja, sieh mal. Hier ist doch jetzt ein Loch. Da ist nichts. Aber du siehst doch, dass da mal etwas war. Und wenn jemand fragt, aufpassen, aber mir. Wenn jemand fragt, wo denn das... Er bückt sich dann das Buch wieder auf. Von lebendigen Wesenheiten im... Oh, ich weiß es nicht. Jedenfalls, dich fragt, wo das hier gewesen ist, er wedelt mit dem Folianten, dann sagst du aber auch, da. Und sagt, ob das die leere Stelle im Buch ist. Greif mal ganz vorsichtig nach diesem Folianten und stell ihn dort wieder zurück, wo er gestanden hat. Ja, könnt ihr etwas vorsichtiger mit diesen Büchern umgehen? Also, ich verstehe eure Überlegung, aber das hilft uns nicht wirklich weiter. Könnt ihr diese Harfe wahrnehmen, orten,
feststellen, wo sie ist oder wo sie war. Naja, wenn sie niemand weggetragen hat? Also ja.